Geschlechtsregister sind Teile in der Bibel, die man nicht so gerne liest. Manchmal fragt man sich, warum sie überhaupt drinstehen. Aber doch, sie können aufschlussreiche Erkenntnisse liefern. So zum Beispiel der Stammbaum Juda. Nach einer längeren Aufzählung von Namen wird ein gewisser Jabes erwähnt. Über ihn als einzigen gibt es weitere Informationen. Im 1. Chroniker Kapitel 4 lesen wir in den Versen 9 und 10. Ein Mann namens Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt: Ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Jabes rief den Gott Israels an und sagte: Segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte erhörte Gott. Nun der Reihe nach. Jabes war der angesehenste unter seinen Brüdern. Es wird nicht berichtet, warum er der angesehenste war, aber klar ist, dass dieser Mann schon einiges erreicht hat. Mehr als seine Brüder. Um hohe Ziele zu erreichen, braucht man Entschlossenheit, Fachkenntnis, Fleiß und Ausdauer. Das war bei Jabes offensichtlich der Fall. Das machte ihn berühmt und er genoss ein hohes Ansehen. Jabes war aber mit dem Erreichten nicht zufrieden. Er wollte noch mehr erreichen. Er betete: Segne mich und erweitere mein Gebiet. Ist Unzufriedenheit nicht eine Übertretung des 10. Gebots und somit eine Sünde? Wieso wird dann seine Bitte erhört? Wieso unterstützt Gott seine Unzufriedenheit? Es heißt doch, wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten, so erhört er uns. Gott will doch nicht, dass man größenwahnsinnig wird. Wieso erhört er dann die Bitte des Jabes? Der Wille Gottes ist primär, dass alle Menschen gerettet werden. Alle anderen Angelegenheiten sind dem untergeordnet. Er möchte, dass seine Nachfolger sich mit diesem seinem Willen identifizieren. Und wenn es heißt, dass die Bitte des Jabes erhört wird, dann sagt es uns, dass Jabes nicht undankbar, stolz und größenwahnsinnig war, sondern dass er Gott und Menschen liebte und seine Fähigkeiten dazu gebrauchte, um Menschen für Gott zu gewinnen. Solche Vorhaben unterstützt Gott sehr gern. Davon kann man nicht genug bekommen. Es ist der Wille Gottes, dass wir uns die höchsten Ziele setzen. Er möchte, dass wir unsere von ihm geschenkten Fähigkeiten trainieren. Aber nicht, um damit eine weltliche Karriere zu machen, sondern um sein Reich zu bauen. Um eine Gebietserweiterung in seinem Sinne muss nicht nur ein Arzt, Zahnarzt, Apotheker, Ingenieur, Techniker, Elektroniker, Filmemacher, Geschäftsmann, Bäcker, Altenpfleger, Lehrer, Vereinigungsvorsteher und so weiter bitten, sondern auch und gerade auch eine Mutter, die den wichtigsten Beruf der Welt ausübt. Oder die Großeltern, die um die Errettung ihrer Enkel ringen. Der Name Jabes bedeutet nach Wikipedia: Er macht Schmerzen oder traurig, kummervoll. Jeder, der sich für Gottes Sache einsetzt, muss auch mit Widerstand und Widerwärtigkeiten rechnen. Diesen Kampf hatte schon Jabes Mutter erfahren. Auch Jabes selbst wusste um diese Auseinandersetzung. Aber Gott stand ihm bei und bewahrte ihn. Ich möchte jeden ermutigen, unabhängig vom Alter, sich die höchsten Ziele zu setzen und ihnen mit vollem Einsatz nachzustreben. Der Wille Gottes soll dabei nicht aus den Augen verloren werden. Dann wird er selbst den Weg bahnen, das Gelingen schenken und in entmutigenden Umständen beistehen. Für ihn und sein Reich das Beste. Gott möge dafür ihr und mein Gebiet erweitern. Bitten wir ihn doch darum.